In Deutschland sollen Tomahawk-Marschflugkörper stationiert werden. Unter anderem diese Waffen könnten auch Moskau erreichen. Eine Reaktion der NATO auf die Aggression Russlands gegen die Ukraine. Welt-TV-Chefredakteur Jan-Philipp Burgert hat am Rande des NATO-Gipfels in Washington exklusiv mit John Kirby, dem Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, über diese geplante Stationierung gesprochen. Und ich freue mich jetzt, hier beim NATO-Gipfel in Washington John Kirby begrüßen zu dürfen, den Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA. Und zum Hintergrund, der Nationale Sicherheitsrat ist das entscheidende Gremium, das den amerikanischen Präsidenten in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik berät. John Kirby, thank you so much for taking the time. Dass Sie Zeit für das Interview genommen haben. Das Weiße Haus hat die Stationierung von Marschflugkörpern in Deutschland bekannt gegeben. Was ist der Grund dafür? Ich möchte dazu sagen, dass es auf jeden Fall um konventionelle bestückte Marschflugkörper geht. Und das ist eine Möglichkeit, unsere gegenseitige Verteidigungsfähigkeit, Kapazitäten zu verbessern, auch im Langstreckenbereich. Und das muss konstant weiterverfolgt werden und auch in Und Russland hat darauf bereits reagiert, auf die Stationierung, auf die Ankündigung. Sie haben gesagt, dass das eine schwere Bedrohung der nationalen Sicherheit Russlands ist und Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollen. Wie ernst müssen wir diese Reaktion nehmen? Wir müssen das natürlich sehr ernst nehmen, aber wir müssen die Russen daran erinnern, dass die größte Bedrohung der Sicherheit auf dem europäischen Kontinent darin liegt, in Russland selbst und was Russland in der Ukraine anrichtet. Und eine Möglichkeit, mit der sie für ihre eigene Sicherheit sorgen können, ist auch für das russische Volk, ist, dass sie die Truppen aus der Ukraine abziehen, diesen Angriffskrieg beenden und die Truppen abziehen. Russland spricht über Gegenmaßnahmen. Was erwarten Sie von ihnen? Was können die tun? Das kann man nicht genau sagen. Ich habe gerade erst diese Meldung gelesen. Das kann man jetzt nicht genau definieren. Und es gibt auch keinen Grund, hier allzu besorgt zu sein. Wir haben uns über diesen Langstreckenmarschflugkörper unterhalten und diese Stationierung in Deutschland. Und das ist eine Reaktion auf das veränderte Sicherheitsumfeld auf dem europäischen Kontinent. Und das hat sich bereits verändert und wird sich weiter verändern aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine, die aggressive Rhetorik des Kremls. Wie groß ist die Gefahr einer Eskalation jetzt? Das haben wir seit dem Beginn des Ukraine-Krieges mit Präsident Biden erörtert und waren wir sehr besorgt. Also es gibt drei Punkte. Wir müssen der Ukraine weiterhin Unterstützung gewähren, soweit wie möglich die Verteidigungsfähigkeit der NATO auch an der Ostflanke erhöhen. Da gibt es jetzt 100.000 Soldaten, die stationiert sind. Und der dritte Punkt ist, wir müssen eine Eskalation verhindern. Ich sehe durchaus, dass Abertausende Ukrainer getötet, verwundet wurden und Millionen vertrieben wurden durch den Krieg. Und das ist bereits eine Eskalation. Ich denke, der Präsident Auffassung ist, dass eine Eskalation unbedingt vermieden werden muss. Putin spricht über diesen Krieg als eine Bedrohung des Westens, die da, weil NATO gegen Russland und so weiter. Das ist aber nicht der Fall. Es ist einfach Russland gegen die Ukraine. Wenn es zu einer Eskalation kommt, und müssen wir der Propaganda entgegentreten, die Putin verbreitet. Das ist nicht nur schlecht für die Ukraine, sondern für alle Bündnispartner. Die Ankündigung der Stationierung der Marschflugkörper kam für die Öffentlichkeit ziemlich überraschend, zumindest die Öffentlichkeit. Und es gibt Kritik in Deutschland an der Regierung, dass es keine Diskussion, keine Debatte darüber gab. Warum haben die beiden Seiten sich entschieden für diese Kommunikationsstrategie? Das ist Ergebnis vieler Gespräche mit der deutschen Seite. Und ich denke, dass jetzt der richtige Zeit und der richtige Ort ist, das bekannt zu geben, die verbesserte Verteidigungsfähigkeit. Und wir haben mit dem Kanzler darüber gesprochen, mit unseren deutschen Gesprächspartnern, dass es jetzt die richtige Zeit und der richtige Ort dafür ist. Wenn wir über Russland sprechen, es gibt einen CNN-Bericht, dass Russland versucht hat, einen Mordanschlag den Vorstandsvorsitzenden des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall zu verüben. Können Sie dazu etwas sagen? Ich kann zu Geheimdienstinformationen nichts sagen. Ich habe die Berichterstattung verfolgt, aber was ich sagen möchte, ist, dass ganz deutlich, dass insbesondere Präsident Putin weiterhin versucht, die
Einrichtungen und Institutionen weltweit zu attackieren und zu sabotieren, und besonders in Europa. Und er zunehmend verzweifelt ist, versucht, Wege zu finden, die russischen Soldaten in der Front zu verteidigen und sie entsprechend mit Munition und Raketen auszustatten, aus Drohnen aus dem Iran, aus China, Waffen und Komponenten. Das ist die eigene Verteidigungsbranche in Russland, ist nicht mehr in der Lage dazu. Und er hat klargestellt, dass die Unterstützung des Westens mit Waffen und Munition in der Ukraine, Deutschland und weltweit, auch in den USA, dass das die Ursache des Krieges eigentlich ist, aus Putins Sicht, um ihn weiterzuführen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Kann ich Ihre Äußerung interpretieren dahingehend, dass der CNN-Bericht glaubhaft ist? Ich kann das nicht kommentieren, die Geheimdienstinformationen, aber Putin versucht da, seine Bedrohung und seine Handlungen aufrechtzuerhalten, und wir müssen dafür sorgen, dass die Ukraine weiter so weit wie möglich unterstützt wird. Und der deutsche Bundeskanzler hat gesagt, dass auf dem NATO-Gipfel gesagt, dass Deutschland das größte Land in Europa innerhalb des NATO-Bündnisses ist und daraus eine ganz besondere Verantwortung erwächst. Und wir werden und ich werde dieser Verantwortung gerecht werden. Wie soll er das tun, dieser Verantwortung gerecht werden, aus Ihrer Sicht? Die deutsche Regierung, die Bundesregierung haben das bereits getan. Sie haben schon in den letzten 2,5 Jahren Maßnahmen ergriffen und haben Panzer bereitgestellt, Waffensysteme und andere Unterstützungsmaßnahmen. Das heißt, Deutschland hat hier bereits Schritte unternommen. Präsident Biden ist auch sehr dankbar Bundeskanzler Scholz für die Führungsrolle, die Bundeskanzler Scholz übernimmt, und seine Reaktion auf die Bedrohung. Das gilt für alle NATO-Bündnispartner, diese Bedrohung Russlands durch die Weiterführung des Krieges. Das heißt, sie sind bestimmt zufrieden mit Deutschland, was jetzt sozusagen 2% des BIP zum Beispiel angeht, Verteidigungsausgaben. Wir sind dafür sehr dankbar. Also Sie erwarten da nicht noch mehr. Ich denke, wir sprechen über die 2%. Es gibt ungefähr 23 NATO-Mitgliedstaaten, die dieses Ziel bereits erfüllen, diese Vorgabe. Das ist wichtig. Es gibt da auch Länder, die das noch nicht erreicht haben. Und da müssen Sie daran weiterarbeiten. Würden Sie unterstützen, dass es auf 3% zu erhöhen? Jetzt geht es erst einmal um 2%, das ist der Fokus. Und Präsident Biden ist das auch wichtig, dass eben alle, die das noch nicht erreicht haben, dieses 2%-Ziel erst einmal erreichen und die Maßnahmen dazu umsetzen, um dahin zu kommen. Das wichtigste Thema auf dem Gipfel ist wahrscheinlich auf jeden Fall die Ukraine. Sie werden F-16 Kampfflugzeuge erhalten in den nächsten Monaten. Präsident Zelensky hat in Washington vorgerechnet, dass die Ukraine mindestens 128 dieser F-16 braucht. Was entgegnen Sie da? Wir konzentrieren uns erst einmal darauf, diese erste F-16-Lieferung sozusagen sicherzustellen. Das ist in unserem Fokus. Das ist ein sehr komplexes und modernes Flugzeug. Und das heißt, die Ausbildung und Schulung, das Training braucht natürlich auch Zeit. Und die Piloten sollen halt sicher agieren können mit diesen Flugzeugen. Und dann müssen wir die Lieferketten organisieren für die Ersatzteile, für die Instandhaltung, für die Wartung. Und wir brauchen das Personal für Reparaturen. Das braucht auch wieder Schulungen und so weiter. Also das ist eine ganze Pipeline, die wir bedienen müssen. Und wir konzentrieren uns erst einmal deswegen auf die ersten F-16 und dann werden wir weitersehen. In der Abschlusserklärung des Gipfels wird der Ukraine versichert, dass der Weg in die NATO unumkehrbar ist. Das ist ähnlich wie in Vilnius, wo es hieß, dass die Zukunft der Ukraine in der NATO liegt. Was ist der Unterschied darin? Wäre es nicht gut gewesen, klug gewesen, die Mitgliedschaft zu versichern, bevor es einen neuen Präsidenten gibt, vielleicht? Das ist zum einen erst einmal eine gemeinsame Erklärung aller NATO-Bündnispartner, nicht nur der USA. Und klar ist,
dass alle Bündnispartner die Ukraine in der NATO begrüßen würden. Das ist eine Bekräftigung, was wir in Vilnius, von dem, was wir in Vilnius kommuniziert haben. Das wird passieren. Da ist ein Weg, der dahin führt. Und Länder, die NATO-Mitglied werden möchten, müssen natürlich entsprechende Maßnahmen ergreifen. Starke demokratische Institutionen müssen gegeben sein und die entsprechenden Verfahrensweisen. Und da arbeiten die Ukraine dran. Letzte Frage. Der deutsche Bundeskanzler Scholz hat gesagt, dass der Krieg erst enden muss, bevor die Ukraine formal in Mitgliedschaft eingeladen wird. Ist das nicht nur Grund für Putin, den Krieg weiterzuführen? Putin hat kein Interesse daran gezeigt in den letzten 2,5 Jahren. NATO ist da gar nicht wichtig, wenn es um die Beendigung des Krieges geht. Und er denkt, die Zeit spielt für ihn. Das stimmt aber nicht, das stimmt überhaupt nicht. Das Bündnis, wenn man daran denkt, man den Gipfel jetzt verlässt, kommt die Botschaft daraus, dass die NATO zuverlässig ist und fest entschlossen, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Und da kann man auch in die Protokolle schauen. Und das ist das, was entscheidend ist. Und Putin hat die Zeit nicht auf seiner Seite. Die NATO und auch aus bilateraler Sicht werden wir die Ukraine so lange wie nötig unterstützen. John Kirby, vielen Dank. Zurück in den Welt-TV-Newsroom nach Berlin.